Was geht YouTube? Masse zu. Seiten auf Ziffer. Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein kleines LPU. Ich habe mir wieder ein paar Sachen geholt, unter anderem eine Winterjacke, neuen Rucksack, ein, zwei Pullover. Und ja, ich habe mir gedacht, komm, drehst du mal einfach mal ein kleines LPU. Denn vor allem bei einer Sache interessiert es immer sehr, sehr viele, was man da hat. Weil jetzt so langsam, Freunde, so langsam aber sicher, beginnt ja auch die Winterzeit. Ja, wobei wir haben Herbst, aber so langsam. Und ja, entschuldigt mich auf jeden Fall meine Haare. Ich weiß nicht, was hier los ist, und ich weiß auch nicht, was ich mir hierbei gedacht habe. Ich saß eines Morgens im Badezimmer, habe gedacht, ey, mach dir doch mal so einen frischen Strich hier rein. Ja, ging dezent nach hinten los. Bevor ich mit dem Video anfange, ganz wichtig, Freunde, folgt mir auf Instagram. Auf Instagram bin ich zurzeit überaktiv, was Stories angeht, was Bilder angeht. Da bin ich richtig am Start gerade. Und ich lade halt auch zu jedem Teil davon immer mal so ein Instagram-Bild hoch. Deswegen checkt auf jeden Fall Instagram aus. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Teil. Freunde, erstes Teil sehr, sehr unspektakulär. Sehr, sehr unspektakulär. Ich muss hier gerade schon meinen Mörder-Bizeps anspannen, weil hier die Schulsachen drin sind. Freunde, das ist nämlich jetzt einfach mein neuer Rucksack. Also ich weiß nicht, was ich jetzt hier groß zu sagen soll. Freunde, ihr seht es, denke ich mal, es ist ein normaler Eastpak-Rucksack. Der hat bei Amazon, lass mich nicht lügen, 36 Euro oder so gekostet. Also jetzt nichts Krasses. Ja, ist halt ein normaler Eastpak-Rucksack. Es gibt tatsächlich genau denselben Rucksack, auch in einer Collab mit Vetements, wo hier ganz klein Vetements steht und der kostet 800 Euro. Ist auch egal, Freunde, Schule habe ich zurzeit nicht, deswegen... Oh, ey. Jungs, ey, da ist doch das iPad drin. Scheiße. Ah, dir geht's gut. Dann geht's mir auch gut. Freunde, so viel auf jeden Fall zum Rucksack. Wie gesagt, nichts Spektakuläres, aber wollte ich auch mal eben hier mit ins Video reinpacken. Dann kommen wir auch schon zu einem Teil, was erst heute angekommen ist und wo ich leider sagen muss, dass mir das dezent auf den Nerv geht. Denn ich habe mir bei Amazon nämlich drei Pullover bestellt, unter anderem... Einmal hier so einen weißen Gildan-Pullover. Das sind einfach normale Gilden-Pullover. Der hat, glaube ich, 14 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch einen lilanen bestellt und einen grünen bestellt. Wofür, seht ihr dann mal demnächst. Und Digga, die kommen einfach nicht an. Also der hat jetzt hier schon eine gute Woche gebraucht. Und ich bin jetzt nicht so herbe zufrieden damit, weil, ja, Qualität, aber kann man sich nicht beschweren, ist halt Gildan. Und ja, habe ich mir in der Größe XL geholt. Ich kann euch wirklich, eigentlich Gildan wirklich sehr, sehr empfehlen. Der zum Beispiel ist auch von Gildan. Und den habe ich jetzt auch schon 2 Jahre lang oder so. Und bei Gildan ist so das Einzige, was mich überzeugt, eigentlich immer der Fit. Da ist der Fit jetzt nicht so krass, aber es sieht mit so einer, also ich habe mir ja so eine Weste geholt von Zara. Mit der sieht das auf jeden Fall sehr, sehr frisch aus. Kann ich auch eigentlich gleich mal einblenden, wie das aussieht, falls ich nichts vergesse. Und ja, Freunde, bleiben wir direkt bei Pullovern. Und zwar habe ich mir hier nämlich noch einen neuen Pullover von der Marke Live Fast Die Young geholt, also LFDY. Ja, ist einfach ein ganz simpler Pullover, wo einfach so die Kürzel LFDY draufstehen in so einer, ja, in so einer gräulichen, ja, ist grau, in so einer gräulichen Schrift. Das sogar in der Größe M, weil der wirklich sehr, sehr, moin, ist eine L, Digga. Freunde, in der Größe L, fittet halt, ja, bisschen oversized, denke ich mal, ganz normal. Ich kann den mal eben schnell drüber ziehen. Zack, Freunde, so sieht er aus. Steht da, wie gesagt, einfach LFDY vorne drauf. Ist ganz frisches Ding. Hat mich gekostet, lass mich nicht lügen, etwa 79,90 oder 84,90. Ich bin mir leider nicht sicher. Auf jeden Fall, ich werde den unten in der Beschreibung verlinken oder checkt einfach die Stores in München, Köln, Düsseldorf und Berlin ab. Ja, da gibt es den auf jeden Fall noch. Und ja, Freunde, dann kommen wir auch schon meines Erachtens nach zum Highlight dieses LPUs. Und zwar habe ich ja schon gesagt, ich habe mir eine sehr, sehr dicke Winterjacke geholt. Freunde, und zwar ist die Winterjacke ebenfalls von Live Fast Die Young. Ich habe mir, boah ey, die passt ja locker gar nicht aufs Bild. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal eben ein paar On-Body-Aufnahmen einblenden, denn die ist jetzt sowieso ein bisschen komisch hier zu zeigen. Das ist eine Puffer-Jacket, also eine normale Puffer-Jacket, wie auch diese The North Face oder sowas, in der Größe M. Ding ist bei der, ihr seht es wahrscheinlich eingeblendet, die fittet sehr, sehr oversized. Das heißt, ja, die fällt halt sehr groß aus so. Und die ist unten auch sehr, sehr weit, die ist an den Ärmeln sehr, sehr groß, aber genau das feiere ich. Und ja, auch was sehr Besonderes bei der Jacke ist halt dieser Kragen. Die hat so einen ziemlich hohen Kragen, der ziemlich breit und hoch geht. Hier vorne steht nochmal LFDY, also auch wieder die Abkürzung. Hinten steht dann auch nochmal The Street is Watching, das heißt so viel wie die Straße ist am Gucken.
Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte Jacke, Freunde, da die auch nur 200 Euro kostet. Und das ist eigentlich für eine Winterjacke eigentlich echt akzeptabel. Die North Face Dinger kosten auch irgendwie um die 250 Euro. Qualität bei der ist auch ganz gut. Also ich habe mich da jetzt noch nicht so krass mit... Ja, Freunde, Qualität kann man nicht viel zu sagen. Ich hatte jetzt noch nicht so oft an, deswegen kann ich das schlecht beurteilen. Die Jacke gibt es aber auch nochmal genauso in schwarz. Ich habe mir gedacht, komm, holst du dir einfach mal diese graue Variante, weil ich die Farbe ganz cool fand und weil das halt auch zum Pullover matcht und weil ich sowieso schon eine schwarze Winterjacke habe. Freunde, das soll es dann auch soweit mit dem Video schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen freuen. Lasst auf jeden Fall auch den Kanal ein Abo da. Ich meine, warum nicht, ne? Kommt ja immer mal Content. Ja, Freunde, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Mittwochabend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.